Herzlich willkommen zu meiner neuen Videoserie Phoenix Shorts. In dieser Videoserie werde ich euch in kurzen, prägnanten Videos nützliche Informationen über die Arbeit mit dem Phoenix Framework vermitteln. In der ersten Folge zeige ich euch, wie ihr das eingebaute Frontend-Build-Tool Branch durch Webpack ersetzen könnt. Außerdem erkläre ich euch noch, wie ihr das React-JavaScript-Frontend-Framework von Facebook in einer Phoenix-App benutzen könnt. Als ersten Schritt lege ich erstmal ein neues Phoenix-Projekt an. Dafür gebe ich einfach nur den Befehl Mix Phoenix New an und als Projektnamen nehmen wir jetzt einfach mal Phoenix-React und dann wird das Projekt auch schon angelegt. Dann werde ich hier gefragt, ob ich die Abhängigkeit installieren möchte. Da ist ja vorbelegt, also drücke ich einfach noch auf Enter und dann werden hier alle Abhängigkeiten installiert. Man kann ein Phoenix-Projekt auch mit dem Parameter NoBranch anlegen, dann wird auch erst gar kein Branch installiert. Allerdings fehlen dann sämtliche Frontend-Dateien, die Phoenix für uns anlegt. Und wir wollen ja schon einen Frontend bauen. Wir wollen es halt nur nicht mit Phoenix bauen. Natürlich wollen wir es mit Phoenix bauen. Wir wollen halt nur nicht Branch benutzen, sondern stattdessen Webpack. Jetzt warten wir mal, bis er hier mit der Installation fertig ist. So, und wenn er hier fertig ist, wechseln wir in unser neues Projekt. Und führen einfach den Befehl Mix Phoenix Server aus und schauen mal nach, ob unsere Anwendung auch korrekt angelegt wurde. Und um das zu testen, gehen wir einfach in unserem Browser auf die URL localhost 4000 und dann sehen wir hier standardmäßig die normale Phoenix Startseite, was für uns einfach nur das Zeichen ist, dass unser Projekt erfolgreich angelegt wurde. Dann können wir uns jetzt daran machen, Branch durch Webpack zu ersetzen und dann schauen wir mal weiter. So, ich habe unser neues Projekt mal im Editor geöffnet. Den ersten Schritt, den wir jetzt machen müssen, ist die Branch-Config zu löschen, weil die brauchen wir ja nicht mehr. Wir wollen ja keinen Branch mehr benutzen. Also lösche ich die Datei einfach mal. Dann gehen wir in unsere Package.json und löschen hier alles raus, was irgendwas mit Branch zu tun hat. Das ist in diesem Fall alles, was unter Dev Dependencies steht. Und speichere das Ganze. Und als nächsten Schritt wechseln wir dann auf die Konsole. Als nächsten Schritt müssen wir jetzt erstmal Webpack installieren. Dazu geben wir einfach den Befehl npm install ein. Und wir wollen das Ganze als dev-dependency speichern, also mit --save-dev können wir das tun. Und dann installieren wir einfach Webpack. Ja, wenn das Ganze abgeschlossen ist, wechseln wir wieder in unseren Editor. Hier müssen wir dann in unserem Root-Folder eine neue Datei anlegen, die webpack.config.js heißt. Die kennt ihr ja sicherlich, wenn ihr schon mal mit Webpack gearbeitet habt. Und dann geben wir hier einfach unsere normale Config ein, nämlich Module Exports. Und dann ist das gleich das Konfigurationsobjekt von Webpack. Das heißt, wir brauchen einmal ein Entry. Das ist in diesem Fall dann unser Ordner Web. Static JS App.js. Da liegen ja bei Phoenix unsere JavaScript-Dateien. Und dann wollen wir natürlich noch ein Output haben. Also ja, ein Ordner oder eine Datei, wo Webpack dann unser JavaScript wegschreibt, wenn es das bearbeitet hat. In diesem Fall müssen wir hier einmal den Path angeben. Und das ist dann einfach prefstatic.js. Und zusätzlich müssen wir noch den Filename mit angeben. Und hier nehmen wir einfach wieder app.js. Und dann sind wir mit unserer Konfiguration auch fertig. Dann wechseln wir nochmal in die package.json-Datei. Löschen hier auch alles unter den Scripts raus, was irgendwie mit Branch zu tun hat. Und fügen hier einfach nur einen Start ein. Und das heißt dann einfach webpack --watch standard in --progress und --color. Und dann sind wir hiermit auch schon fertig. Um zu testen, ob das Ganze funktioniert hat, wechseln wir jetzt nochmal auf die Konsole und geben dann einfach den Befehl ein, den wir gerade definiert haben, nämlich npm start. Und wenn wir das ausführen, sehen wir hier auch, wie Webpack gestartet wird und unser Bundle zusammenbaut. Jetzt wollen wir das natürlich nicht immer per Hand eingeben, sondern wollen, dass das automatisch mitläuft, wenn wir Mix Phoenix Server laufen lassen. Und dazu müssen wir einfach einmal in die Konfiguration wechseln. Und zwar gehen wir in die Konfiguration von unserer Entwicklungsumgebung, also unter config und dev.exs.
Und dann sehen wir hier auch schon, dass hier noch Branch gestartet wird. Das wollen wir natürlich nicht mehr. Stattdessen wollen wir hier npm starten. Und wollen dann einfach nur den Befehl start ausführen. Ja. Und das ist dann eigentlich schon alles, was wir machen müssen. Wenn wir jetzt nochmal auf die Konsole wechseln und jetzt den Befehl mix-phoenix-server nochmal eingeben, sehen wir hier leider jede Menge Fehler. Das wird euch auf anderen Betriebssystemen nicht passieren. Das liegt jetzt an Windows. Das ist einfach ein Problem, was Node hat mit Berechtigung auf Windows. Dafür gibt es aber auch einen Workaround. Den zeige ich euch jetzt noch kurz, falls ihr auch Windows benutzt. Also wie gesagt, unter Windows können wir dieses Problem umgehen, indem wir hier einfach wieder Node starten und dann als Parameter unser Webpack übergeben. Aber nicht nur Webpack, sondern auch halt die Argumente, die wir vorhin in dem npm start auch übergeben haben, also watch, colors und progress. Ja, das sieht soweit ja schon ganz gut aus. Eins habe ich hier aber noch vergessen. Wir müssen hier hinten am Ende noch .js hinschreiben. So, wenn wir das jetzt speichern und dann nochmal auf die Konsole wechseln und dann nochmal den Befehl mix-phoenix-server ausführen, sehen wir auch schon, wie hier Webpack mitgebaut wird, während unsere Anwendung gestartet wird. Das heißt, wir könnten jetzt Webpack benutzen und ja, als nächsten Schritt binden wir dann mal React ein, würde ich sagen. Für React brauchen wir jetzt erstmal ein paar Abhängigkeiten für Node. Und zwar brauchen wir den Babel Loader, Babel Core, Babel Preset ES 15, also damit wir auch die neuen JavaScript Features nutzen können, und das Preset für React, damit wir JSX benutzen können. Das ist einfach nur dieser lange Befehl, den ich einmal ausführe. Und dann geht npm hin und ja, wie man das so kennt, lädt das halbe Internet runter. Gut, wenn das abgeschlossen ist, müssen wir noch React und React DOM installieren. Und dann haben wir eigentlich schon alles, was wir brauchen, um loszulegen. Als nächsten Schritt müssen wir jetzt noch unsere Webpack-Config anpassen, dass die Loader und die wir gerade runtergeladen haben, auch benutzt werden, also Babel. Dazu brauchst du einfach nur diesen Block, nämlich wir wollen alle JS-Dateien außer Node-Modules mit Babel laden, und die Presets, die wir brauchen, sind einmal ES 2015 und React. Und wenn wir das Ganze speichern, können wir auch schon loslegen mit dem Coden. Das Ganze muss natürlich gültiges JSON sein, das heißt, hier muss noch ein Komma hin. Ja, in unserem Index-Template führe ich dann einfach ein neues Div hinzu. Und zwar mit der ID App. Und als nächsten Schritt wechseln wir in unser app.js-File, was ja mal mitgeneriert wird. Dann muss ich hier noch die beiden React-Sachen importieren, nämlich einmal React und React DOM. Und kann dann einfach hier mal React DOM.render aufrufen. Und zwar würde ich gerne ein H1 rendern, also eine Überschrift, wo einfach nur Hello from React drin steht. Und das Ganze möchte ich rendern in das App-Div. Speichere das Ganze und wechsle wieder auf die Konsole. Auf der Konsole führe ich dann nochmal den Befehl mix-phoenix-server aus. Und dann sehen wir hier auch schon, wie Webpack wieder einiges baut. Jetzt wechsle ich nochmal auf den Browser. Und hier sehen wir dann unser Hello from React. Das heißt, wir haben Phoenix, Webpack und React miteinander verheiratet. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Bau eurer ersten eigenen Phoenix-Anwendung, wo ihr React benutzt. Bis zum nächsten Mal.